Ja, meine Damen und Herren, als Bundesinnenministerin habe ich heute mit sofortiger Wirkung die rechtsextremistische Vereinigung Hammerskins Deutschland verboten. Die Hammerskins. Gewaltbereit und konspirativ. Sie verstehen sich als Bruderschaft, die im Verborgenen agiert. Dem WDR-Magazin Monitor, der Story und dem MDR liegen heimlich gedrehte Videos, interne Chats, sogar Aufnahmen von Schießübungen vor. Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung. Sie hatten bislang mit dem Vertrieb von rechtsextremistischer Musik und durch Konzerte eine einflussreiche Rolle. So haben sie ihren Hass verbreitet. Die Hammerskins feiern mit Rechtsrock und Hitlergrüßen. Es ist eine Mischung aus Konzert und Szenetreffen. Die Gesinnung stramm rechts, die Stimmung aggressiv. Der Rechtsextremismus bleibt die größte extremistische Bedrohung für die demokratische Grundordnung in Deutschland. Und entsprechend handeln wir weiter mit aller Entschiedenheit, um rechtsextremistische Strukturen zu zerschlagen. Damit setzen wir ein klares Signal gegen den organisierten Rechtsextremismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Gegen was? Gegen Antisemitismus. Unsere Maßnahmen wirken. Wir steuern und ordnen Migration. Und die Zukunft gehört dem Koran!